Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich habe gar keinen Bock auf dieses Intro. Ich bin wieder hier mit Maya Way und wie ihr seht, sind wir komplett nackig und werden uns jetzt fertig machen mit euch zusammen. Es gibt kein bestimmtes Thema, wir labern einfach drauf los. Wir haben tatsächlich nicht so viel Zeit, deswegen versuchen wir so schnell wie es geht, mit unserem Face fertig zu werden. Wir lassen uns ja sonst immer unfassbar viel Zeit und sind die absoluten Langsammacher. Aber ja, es geht los. Leute, wir haben halt gestern schon eher alles erzählt, was wir so zu den Produkten und so zu unserer Lebenssituation. Und Situation. Nee, du kannst ja mal erzählen, was so dein weiteres Leben. Du spinnst ja wohl, oder? Nee, das würde mich auch sowieso interessieren, was du jetzt so vorhast. 2020 ist ja eine ganz klare Sache. Ne? Das wird ja mein Jahr. Das wird halt auch dein Jahr. Ja, laut Kartenleger so, auf jeden Fall. Ey, ich wäre so gerne dahin gegangen, aber als ich dann nach dem Brownlift, dann hatte ich halt auch wirklich gar keinen Bock mehr. Ne? Ich wollte da halt auch einfach weg. Das hat doch nicht so lange gedauert. Hä? Ja, aber trotzdem. Das war so, meine Laune war so irgendwie komisch. Ich hätte mir das so gerne einfach erzählen lassen. Leute, ich war gestern halt beim Kartenleger. Und ich hatte richtig Angst, also vorab wurden mich schon gefragt, ob wir das machen wollen. Und ich so, nein, safe nicht und so. Weil ich aber auch eher dachte, dass das so ein Wahrsager ist. Es war aber nur ein Kartenleger. Und dann saß ich da und dann haben das aber alle gemacht. Und dann dachte ich mir so, ja, ohne Spaß, kein Fun, ne? Hab mir da die Karten legen lassen, hat mir aber vorab gesagt, wenn du siehst, wann ich verrecke, sag es mir nicht, Jung. Und der so, nein und so, ne? Und dann hat er nur so in Bezug auf Liebe was gesagt und halt das meiste, was er gesagt hat, ist so in Richtung Karriere und das hat sich doch recht gut angehört. Ja, toll, 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 meine Liebe. Ja, und da war ich sehr erleichtert. Also es war eigentlich genau das, was ich hören wollte. Und jetzt bin ich gewappnet für 2020, ne? Aber erzähl mal jetzt. Ja, also für 2020 habe ich geplant Folgendes. Erstens ehrgeiziger werden und einfach durchziehen. Morgens früher aufstehen und sich nicht vom inneren Schweinehund komplett überlisten und verarschen lassen. Überlisten. Das ist halt mein Inneres, aber ich lasse mich davon halt verarschen. Ja, natürlich. So, ich weiß halt, ich bin... 9:30 Uhr stehe ich auf, 9:31 Uhr. Oh, jetzt ist es zu spät, jetzt muss ich um 10 Uhr aufstehen. Ja. Das und bin original ich. Heute halt auch, ja, wir stehen um 8 Uhr auf. Gestern Abend meinte Maya, du stellst auch keinen Wecker für 8.30 Uhr. Wir stehen um 8 Uhr auf, ganz einfach. Ich so, alles klar, machen wir. 8 Uhr klingelt der Wecker. Auch keine wir waren Regung, aber auch erst um 2 Uhr pennen, ja, muss man sagen. Keine Regung von rechts. Dann dachte ich mir so, ja gut, dann halt noch mal. Ja, Junge, die sagt dann auch nicht zu Maya, komm, wir stehen auf. Die so, bewegt sich nicht, ich penne auch weiter. Hä? Obwohl der Wecker ja auch auf ihrer Seite klingelt. Was soll ich mich da bewegen? Dann hat er halt bis 8.30 Uhr geklingelt. So, dann sind wir aufgestanden. Naja, das möchte ich auf jeden Fall ändern. Dann möchte ich, ich reise ja schon viel relativ. Mehr als ich, Alter. Ja, aber du hast auch eine nur, Festanstellung. Ja, ich reise nur innerorts. Ja, das stimmt. Da reist du aber dafür sehr viel. Naja. Ich möchte wirklich viel mehr reisen und ich möchte so die verschiedensten Länder erkunden. Ich habe ja letztes Jahr schon viel mehr gesehen, als ich jemals in meinem Leben davor gesehen habe. Boah, das ist ja aber krass mit dir, ne? Island, New York, Bahamas. Einfach alles habe ich gesehen. Ibiza war dir auch letztes Jahr, ne? Ja. Krank. So viel, aber ich möchte nach Afrika. Ich auch, ich will so eine Safari machen. Das ist mein größter Traum. Ja, ohne Scheiß, ich finde das auch so absolut krass. Und was hatte ich denn noch, wo ich unbedingt hin wollte? Achso, ich möchte auf jeden Fall nach Bali. Einfach so einen richtigen... Ja. Ich will jetzt nicht Abenteuerurlaub sagen, aber da ist halt schon so was los. Wisst ihr, man bereist so die verschiedensten Orte. Das ist da so halt ganz anders nochmal als auf den Bahamas, weil Leute, auf den Bahamas, da ist halt nichts los. Ne? Da seid ihr in eurem Hotel, chillt da und ihr geht da auch nicht raus, weil es da nichts gibt. Aber Bali ist halt ganz anders. Solche Sachen, die du da siehst, die hast du in deinem Leben halt vorher noch nicht gesehen. Mhm. Solche Urlaube habe ich halt echt noch nicht oft gemacht, außer halt Island. Und ich möchte auf jeden Fall, und das habe ich in meinem Leben auch noch vorher nicht gemacht, so einen richtigen Winterurlaub machen. Ich dachte immer, Urlaub ist immer Strand und Sonne. Man denkt das immer, ja. So. Und Skiurlaub habe ich mit meiner Familie nie groß gemacht. Und deswegen möchte ich nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr,
unbedingt so einen geilen Winterurlaub machen. In Norwegen oder in Finnland oder so. Wir waren halt auch noch nie zusammen im Urlaub, ne? Nee. Das finde ich halt gar nicht mal so witzig. Ich finde das auch nicht so witzig. Aber Leute, wir fahren ja erstmal nach London. Das ist unser kleiner erster Trip. Ja, damit fangen wir an. Aber wir könnten auch to be continued. Wir könnten auch wirklich mal uns weiter wegbewegen. Ja, finde ich halt auch. Vor allem, weil wir beide halt immer Zeit haben. Wir sind ja die Einzigen, die nicht an Ferien oder Urlaub nehmen. Wir könnten echt einfach auf Just for Fun wegfliegen. Einfach Tschüssikowski. Ja. Baby Doll. Also wenn wir dann müssen wir uns halt echt mal was überlegen. Ja, wirklich. Also wenn ihr gute Reiseziele für zwei Freundinnen habt, die abenteuerlustig sind, dann haut raus den Shit. Ja. Okay, mehr Reisen, mehr Disziplin. Aber das mit dem Aufstehen, das ist so wichtig. Man muss sich eigentlich eine Uhrzeit machen. Ja. Mein Mentor, sage ich jetzt mal, steht jeden Morgen um 5 Uhr auf. Also das ist so der, an dem ich mich so orientiere, so businessmäßig. Ja. Der steht immer um 5 Uhr auf und überleg mal, wie viel Tag der hat. Ja, damit. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, das wie viel mehr so Tag du hast. Experimente, das macht zum Beispiel die Luisa Lyon. Ja. Die steht auch, was ist das, jeden Tag um 5 Uhr oder jeden Tag um 6 Uhr aufstehen, die dokumentiert das. Das heißt, die würde ja die Leute verarschen, wenn die es nicht macht. Das heißt, sie muss das machen. Mhm. Aber also ich glaube, das ist halt viel zu hart für mich. Aber wenn ich jetzt sage, ich stehe um 8 Uhr auf. Leute, wenn ich um 12 Uhr schlafen gehe, habe ich 8 Stunden Schlaf. Ja. Das reicht dicke. Bei mir ist das Problem, selbst wenn ich bin halt schon wieder absolut langsam, selbst wenn ich um, keine Ahnung, 12 Uhr schlafen gehe und bis 11 Uhr schlafe, dann hatte ich 11 Stunden Schlaf, Leute. Und mein Körper, mein innerer Schweinhund ist der Meinung, es reicht noch nicht. Das ist das Schlimme. Aber sobald du da eine Routine reinbringst, geht das. Ja, ja. Wenn du das mal so, ich glaube, nach 2-3 Wochen jeden Tag um auch eine menschliche Uhrzeit, ne? So 8.30 Uhr oder so, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann fängst du schon mal an, zum Beispiel erstmal die Wohnung so zu machen, ne? Ja. So gehst du erstmal auch Wäsche waschen und so, das muss man auch immer früh machen. Genau, und danach machst du dich erstmal, gehst du erstmal duschen und machst dich so ein bisschen fertig, damit du einfach so weißt, so, okay, jetzt geht der Tag los. Und dann kannst du anfangen mit Drehen, mit E-Mails, auch Mails so, nicht im Bett oder Junge, so. Junge, ich mach mal jetzt immer im Bett. Ja, genau, so sondern schlimm. So richtig am Tisch, so richtig vernünftig halt. Ich habe ja jetzt auch ein Büro, meine Süße. Wenn das Gesicht absolut brauner ist als der Hals, hast du auch alles richtig gemacht. Ja, Süße, das denke ich. Und dann ist alles gut. Wenn sie den Beautyblender wäscht und danach nicht richtig ausfringt, hast du auch alles richtig gemacht. Mein Gesicht ist halt schwarz und mein Hals ist weiß und das funktioniert gerade absolut nicht. Ne? Ich möchte im Endeffekt schon gerne selbstständig sein. Mehr sage ich dazu nicht. Man kann es sich vielleicht denken. Junge, das ist halt wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das von jemandem nicht der Traum sein kann, selbstständig doch, zu sein. Doch, viele wollen nicht so viel Verantwortung haben. Ja, ich meine aber so traummäßig, so dass du einfach... Nee, ich kann mir das schon vorstellen, dass man das nicht will. Weil manche wollen nach Hause gehen und Ruhe haben. So, weißt du, was ich meine? Und das hast du nicht, wenn du selbstständig bist. Das hast du nicht mal, wenn du selbstständig als Influencer bist. Wie ist das dann, wenn du ein großes Unternehmen leitest? Dann ist ja dein Kopf, also ich meine, dann hast du auch noch mal mehr Leute und so, die sich auch um alles kümmern, aber trotzdem ist das halt einfach krank, so von der Arbeit her. Ja, das stimmt schon, aber irgendwie, nee. Also ich sehe das ja auch bei den Leuten, die um mich rum sind. Jeder, der im Büro oder was weiß ich arbeitet, die sagen, das ist nicht das, was ich machen will. Mhm. Aber ich mache das, weil das halt sein muss, weil es anders halt aktuell nicht geht. Und ich glaube schon, dass deren Traum halt auch ist, sich davon zu lösen, darf ich mal kurz hier rein, sich davon zu lösen und für sich selbst zu arbeiten. Zumindest jeden, den ich bis jetzt gefragt habe. Ja, nur die wenigsten machen es halt dann. Ja, ne? Er wirkt ohne Scheiß. Jeder, den ich gefragt habe, hat sowas gesagt. Das ist krass, oder? Ja. Auch meine Mutter, Leute, die arbeitet jetzt halt, keine Ahnung, wie viele Jahre, bestimmt 30 Jahre, arbeitet die halt für jemand anders. Und Leute, die hat noch einige Jahre bis zur Rente, die sagt, Alter, ich bin raus, ne? Ich hau ab und lebe von Luft und Liebe. Die hat keinen Bock mehr auf sowas. Ja, verständlich. Meine Mutter hat sich jetzt auch nach, was weiß ich, wie vielen Jahren endlich mal selbstständig gemacht. Und die hat gesagt, Maja, dass du es mit 22 schon gerafft hast und ich erst mit Mitte 40, aber wenigstens hat sie es gerafft, so nach dem Motto. Ja, ja. Ist auch so.
Also meine Mama ist ja selbstständig halt immer nebenbei gewesen, aber die muss halt trotzdem immer noch ihren Job machen. Ne? Aber die hat keinen Bock mehr, Leute. Und ich fühle das halt zu 100%. Das Witzige ist, das haben wir auch gestern besprochen. Meine Mama hat früher immer gesagt, weil bei uns, das war halt immer so, wir haben halt in so einer Wohnsiedlung gewohnt und unsere Nachbarn hatten immer so komplette IKEA-Einrichtungen und alles immer so steril, wie das halt im IKEA-Laden aussieht. Und bei uns waren das immer so ein bisschen zusammengewürfelte Möbel, manchmal auch so Designerteile, aber das checkst du halt als Kind nicht, ne? Und es ist halt immer so ein bisschen unordentlich. Und ich meinte immer zu meiner Mutter als Kind, boah, Mama, bei uns ist es immer unordentlich und dreckig. Und meine Mutter hat immer gesagt, Mädel, ich bin den ganzen Tag am Machen und Tun. Und ihr seht das einfach nicht. Sie konnte sich auch nicht erklären, warum, aber man sieht es halt einfach nicht. Und dann, seitdem ich alleine wohne, und vor allem jetzt in letzter Zeit ist mir aufgefallen, den ganzen Tag bin ich am Machen und am Tun. Und am Ende des Tages sieht es so aus, als würden da die Wollnys wohnen. Mit 18 Kindern und die Mutter ist den ganzen Tag unterwegs und macht nichts im Haushalt. So sieht das bei mir zu Hause aus und ich kann mir nicht erklären, warum. Ja, ich bin auch so drauf mit dem Haushalt, muss ich sagen. Und vor allem, Wäsche waschen. Leute, war bei euch jemals der Wäschekorb leer? Könnt ihr mir das einmal bitte sagen? Der war bei mir noch nie leer. Da ist immer, mindestens sind da drei Sachen noch drin. Ja, safe. Oder ein Tücher oder so. Das ist eine Farce, was auch immer das heißt. Es ist und bleibt verrückt mit der Wäsche, sage ich ganz ehrlich. Aber wir beide werden uns ja hoffentlich bald einen Wäschetrockner holen, ne? Ja. Einen Waschtrockner. Habe ich gar nicht vor, Süße. Das hatten wir in der Gruppe aber besprochen, meine Süße. Das weiß ich, das habe ich schwarz auf weiß. Ja, mit Sibi. Weil die hat uns gesagt, als du das meintest mit dem Ding, was über deiner deiner Badewanne hängt, das trocknet nicht. Da meintest du, brauchst mal einen Trockner. Ich dachte, dass meine Waschmaschine kaputt ist und dann hätte ich mir so ein Ding gekauft. Echt? Ach so, ich dachte, du wolltest das einfach, weil das absolut praktisch und geil ist. Nee, ich hole mir jetzt keine so ein alles Ding immer. Also ich hole mir bald einen Waschtrockner, Leute, da könnt ihr aber für. Vor allem, weil ich halt mit der Wäsche auch immer mega spät dran bin. Ich check das halt erst, dass ich waschen muss, wenn schon alles gefühlt so im Arsch ist und du aber jetzt die Sachen brauchst. Und dann hängen die da im Keller und trocknen erstmal zwei Tage lang nicht, weil es halt da auch kalt ist. Dann ist da ab und an das Fenster auf, dann ist die Luft sowieso feucht. Ach, keine Ahnung. Deswegen Waschtrockner. Ja, mach das mal, wenn du alleine bist. Dann hast du ja noch weniger Wäsche. Also wenn du unbedingt was gewaschen haben willst, dann ist aber noch nicht genug schwarze Wäsche und so. Junge, das ist halt witzig. Wir sind halt im Hausfrauen-Game noch nicht ganz angekommen. Nee. Ich weiß halt auch nicht, ob ich das jemals werde. Nee, ich auch nicht, weil ich bin da einfach nicht der Typ für. Es gibt ja auch Frauen, die putzen gerne. Ich habe eine Freundin, bei der sieht es immer so aus wie in so einem Deko-Katalog. Die hat so ein ganzes Regal voll nur mit Deko und das sieht aber nicht so überladen aus, sondern so, das wirkt so ganz normal und das ist auch immer alles sauber. Bei mir liegt überall Staub. Wenn ich gestaubsaugt habe, dann ist trotzdem, sind die Oberflächen natürlich noch verstaubt, weil das ja auch aufgewirbelt wird. Und ich kann im besten Willen halt nicht verstehen, wie die das gerne machen kann. Aber die sagt immer, die putzt auch jeden Tag. Ja, eine Freundin von mir auch jeden Tag. Oh, Junge, als hätte ich die Zeit, hier jeden Tag zu putzen. Das Ding ist, sie hat halt noch einen Vollzeitjob und einen Freund. Und Freunde, wie macht die das? Ich habe die das auch mal gefragt. Die meinte, sie kann sich das auch nicht erklären. Es passiert einfach. Wirklich, ich wünschte, ich wäre so. Ja, ich wünschte auch, ich wäre so. Ich habe es von meiner Mutter geerbt. Ich halt auch. Ja, das ist halt witzig. Ich muss raus. Ich muss raus. Ja, Süße, und was ist dein Goal für 2020? Tja, wie schon angesprochen. Also Reisen auf jeden Fall. Also Reisen ist wirklich sowas, wo ich sage, ich habe mich immer voll auf andere so verlassen, also ob, weil andere dann nie Zeit haben oder es halt finanziell nicht geschafft haben oder keine Ahnung, so, weißt du. Und alle meine Freunde sind halt in einer langjährigen Beziehung und da fliegt man natürlich auch eher mit dem Partner weg und so. Und deswegen ist das bei mir nie dazu gekommen, dass ich irgendwie großartig verreise. Ich war auch noch nie weit weg. Obwohl das wirklich so zu meinen absoluten Life-Goals gehört, was halt voll traurig ist. Und jetzt bin ich halt 22, ich weiß, dass es noch sehr, sehr jung ist. Aber
wenn nicht jetzt, wann dann, weißt du? Ja, ist ja nicht so. Also ich muss es einfach jetzt machen. Also Reisen auf jeden Fall. Bei mir ist auch dieses Aufstehen, also eine Uhrzeit wirklich und dann aufstehen und machen. Das ist für uns beiden das gleiche schlimme Problem. Ja. Wenn man muss, dann kann man auch. Wenn man irgendwo hin muss, dann geht das ganz einfach. Aber wenn du von zu Hause arbeitest, brauchst du halt die maximale Disziplin. Und deswegen habe ich auch hier mein Hintergrundbild auf dem Handy. Ich lese es euch vor. You will never always be motivated, so you must learn to be disciplined. Heißt das so? Disciplined. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen disciplined, wird. Disciplined, glaube ich. Disciplined, ja. Dann, wie gesagt, Sport, ne? Mhm. Weniger Zeit am Handy, sag ich dir ganz ehrlich. Junge, ey, ich habe durchschnittliche Bildschirmzeit von 9 Stunden. Alter, ich habe 6. Ich bin den ganzen und das ist so viel. Kompletten Tag am Handy. Das ist eine komplette Sucht bei mir. Also ich bin ehrlich, ich habe eigentlich 4 Stunden, aber seit ich mein Spiel habe, oh mein Gott, ich habe das auch schon mehrmals gelöscht, Leute, Gardenscapes. Aber seitdem ich das habe, ist das halt auf 6 Stunden gestiegen. Süße, du musst das unbedingt löschen. Ich habe das schon mal gelöscht, schon zweimal. Dann was ich mir... In schwachen Momenten lade ich das wieder runter. Das darfst du dir für einen Flug oder so mal runterladen. Ja, danke. Ich will mir so geile Bücher kaufen, so Business-Bücher, also so Erfolgsmenschen-Bücher, die ich dann lese, anstatt mal eine Stunde auf Instagram zu hängen. Ja, so. Und damit ich auch mal einfach so zu Hause für mich bin, alleine mit einem Buch, so, weißt du? Ja, ist keine schlechte Idee. Vielleicht sollte ich mir das auch vornehmen für 2020, einfach mal was zu lesen. Leute, ich habe in meinem Leben nicht viele Bücher gelesen, das kann ich euch sagen. Weil ich einfach so, ich habe so ein Konzentrationsproblem. Ja, ich auch voll. Nach einer halben Stunde ist bei mir tot. Und ich muss halt auch ehrlich sagen, es gab noch nie ein Buch für mich, was irgendwie spannend war. Die sagen mal, du musst die ersten paar Seiten schaffen, dann ist spannend. Nein, es wurde nicht spannend. Mhm. Ich habe mein ganzes Buch durchgelesen, es war absolut nicht spannend. Süße, ich will was lesen, wo ich motiviert ja, bin. Sowas wie Poor Dad, Rich Dad oder so. Ja, da bin ich halt raus. Ne? Das ist ja auch so eine Geschichte, sag ich ja, mal. Aber ich die weiß. Ist, ja. Das war einfach krass. Also das könnt ihr auch, euch auch bei Apple Music anhören. Ach so, das ist auch ein Hörbuch? Ja, Poor Dad, Rich Dad. Ich schwöre, danach seid ihr richtig brainfucked und wollt einfach alles starten, was geht. Das ist so geil. Ja, ich habe so oft solche Momente. Und dann mache ich auf. Nee, Spaß, aber das verliert man halt immer so schnell wieder aus den Augen. Man muss halt in dem Moment eigentlich irgendwas aufschreiben oder irgendwie einfach starten, mit irgendwas zu machen. Ideenfindung oder was weiß ich. Ich habe zum Beispiel letztens, ich bin ja ein sehr kreativer Kopf, Leute, sage ich euch ehrlich. Bei mir schwirren im Tag 80 Ideen rum, ne? Und das ist kein Spaß. Ich habe zum Beispiel bei Interior eine Idee. Ich bin die gerade versuchen beim, nee, am Versuchen, umzusetzen oder so, was weiß ich, wie sich das formulieren lässt. Und während ich das mache, fällt mir schon wieder das nächste ein. Bei mir zu Hause ist auch nie Schluss mit der Einrichtung. Ich habe immer irgendwelche neuen Ideen für die Räume. Oder wenn ich träume so oft halt von Klamotten. Lidschattenpinsel haben wir keinen. Nein. Schade. Ich hätte mir jetzt schon ein bisschen Bronzer gerne auf die Augenlider gemacht, aber wollte ich eigentlich auch halt. Das geht ja auch mit dem Finger, ne, meine Lieben. Ich habe mich auf der Zugfahrt nach Berlin komplett mit dem einen Beauty Blender und mit den Fingern geschminkt. Ja. Also Foundation, Bronzer, Blush, Highlighter, alles. Das ist so witzig, dass du das echt gebracht hast. Junge, ich musste doch. Das war echt krass. Sag ich euch, so wie das ist. Und dieser Beauty-Blender war danach halt komplett vercrackt. Aber der ist wieder komplett sauber geworden. Das ist übrigens der von Elf Cosmetics. Der ist so gut, der kostet $6 oder so. Ich weiß nicht, ob es den auch in Deutschland gibt, aber müsste es irgendwie. Und der ist 1:1 wie der Beauty-Blender. Also es gibt ja noch den von Real Techniques. Der ist ja aber so ein bisschen so feinporiger und so ein bisschen schwieriger, finde ich, mit zu arbeiten. Der geht auch voll schnell kaputt, muss ich sagen. Ja. Und der von Elf ist aber genau, hat auch die gleiche Struktur, also wirklich 1:1. Nur, dass der halt eine andere Form hat und hier noch dieses Flache hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele das auch sehr gut finden. Mir ist das eigentlich relativ schnuppe. Und jetzt gönne ich mir mal eine neue Lippenkombi für euch, Leute. Und zwar Urban Decay Lip Liner in Nighthawk. Also erwartet jetzt nicht, dass es anders aussieht als sonst, ne? Nur, dass es halt andere Produkte sind. Ja, der Look ist immer ungefähr derselbe, sag ich dir so, wie das ist, ne? Ja, oh Mann, Leute, wir fliegen in 2 Wochen nach London. Das haben Paulina und meine andere Freundin Sibel
mir zum Geburtstag geschenkt. Also ein Kurztrip und ich durfte mir aussuchen, wohin. Und für mich war eigentlich relativ klar London. Ja. Aber ich habe so gesagt, hey, ihr wart beide schon da, deswegen müssen wir das auch nicht machen. Aber die beiden wollten eigentlich auch nochmal nach London. Oder für die war es zumindest okay. Und jetzt fliegen wir am 1. Februar nach London. Und wir haben schon alles durchgeplant, wirklich von wer was mitbringt. Also wirklich so, du bringst Rouge, du bringst das. Weil wir haben nur Handgepäck und wir sind 3 volle Tage da. Das heißt, wir müssen uns jeden Platz sparen, der geht. Und wir sind einfach so aufgeregt und das ist mein erster Mädelstrip. Ja, meiner eigentlich auch. Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht so weit verbreitet, glaube ich. Was? Ja, dass man so, ist das so, dass alle immer mit ihren Mädels so wechseln? Ja, das waren voll viele. Das war mir nie so. Alle meine Kundinnen machen das. Echt? Ja. Na gut, vielleicht ist es bei mir halt auch so, weil ich gar nicht so viele Leute kenne, die auch so eine Clique haben, weißt du? Mhm. Hatten wir eigentlich auch nie. Also ich zumindest nicht. Haben wir. Also jetzt haben wir auch keine Clique. Also wir sind eine Dreier-Clique. Ja, wir sind eine Dreier-Clique. Ich hätte gerne eine Vierer-Clique. Also wenn sich jemand mit uns irgendwie identifizieren kann und aus Berlin kommt. Siehst du, da kommen, glaube ich, viele Anfragen, meine Liebe. Das Süße. So, Leute, wir haben jetzt gerade Wimpern aufgeklebt, aber mein Held nicht. Mein Auge tränt. Aber ich habe von Primark die Kylie Lashes drauf. Und Maya hat die Sia Lashes Candy 2 drauf. Mhm. Weil die immer so passend zu ihrem Eyeliner geformt sind. Dann haben wir von Urban Decay den Nighthawk Lip Liner aufgetragen und darüber unseren Huda Beauty Crush. Und den besten Lipgloss der Welt. Und zwar ist das der Pale Fire Nectar von Pat McGrath. Der Auftrag hier ist tatsächlich sehr entspannt. Ja, einfach mal vernünftig auf was rauskommt. Ja, ey. Der ist einfach nur geil. Der war im Dreierpack und die anderen beiden sind auch absolut krass, die Glosse. Nice. So. Leute, wir sind jetzt ready. Das sind unsere Looks. Also eigentlich wie immer nur, dass Maya sich halt auch noch einen Eyeliner gezogen hat. Das ist jetzt ihr neues Markenzeichen. Auf Mayas Kanal haben wir natürlich auch ein Get Ready gemacht. Da sprechen wir auch so über alles Mögliche, erzählen ein bisschen von den letzten Tagen. Also es ist auf jeden Fall sehr witzig geworden. Und hier ist es halt eher so ein bisschen ernster. Aber ich hoffe, das kommt auch ganz gut an bei euch. Wir haben ja genug andere Videos gedreht. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben oder auch 2. Schreibt in die Kommentare, worauf ihr Bock habt. Aber Hauptsache nichts Böses, weil Karma ist a Bitch. Und dann würde ich sagen, abonniert unsere Kanäle. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.